2020. Corona hat die Welt im Griff. Die Bediensteten des Gesundheits- und Pflegesystems aus Medizin, Pflege, Therapie, Diagnostik, Verwaltung und Technik kämpfen vereint gegen das Virus für unser aller Gesundheit. Forscher ermuntert zu prüfen, Menschen direkt Desinfektionsmittel zu spritzen. And so we talk about healthcare heroes. And in the beginning, I didn't know if I wanted to be considered a hero. During this time, it's been a real challenge. Wir sind keine Superheldinnen und Superhelden. Von uns sollte man nicht erhoffen und erwarten, Übermenschliches zu tun oder uns dafür aufzuopfern. Jährlich überrollen uns grippale Infekte und multiresistente Keime. Wir kämpfen in einem multiprofessionellen Team für die Gesundheit von Millionen und niemand klatscht. Applaus schafft keine Gesundheit. Lob zahlt keine Miete. Tag um Tag sollen wir mit weniger Personal, weniger finanziellen Mitteln immer mehr Leistung erbringen. Hört auf, uns dafür als Heldinnen und Helden zu bezeichnen. Wir sind nicht unzerstörbar, allzeit bereit und verfügen auch nicht über unbegrenzte Kräfte und Fähigkeiten. Uns fehlen Tausende und Abertausende von Kolleginnen und Kollegen. Es ist Irrsinn zu glauben, eine Ehrbezeichnung würde ausreichen, um über unsere Situation hinwegzusehen. Wir sind Menschen. Wir wollen mit Menschen für Menschen arbeiten. Ja, auch wir sorgen uns um unsere Patientinnen und Patienten, unsere Familien und uns selbst. Wir wollen einfach unsere Arbeit machen und unser Bestes geben. Dazu brauchen wir mehr Personal, Planungssicherheit und mehr Investitionen in uns und unser aller Gesundheit.